So, was machen wir denn jetzt Schönes? Jetzt gibt es ein paar Albencover. Oh Gott, habe ich alles zum Glück nicht gehört. Das ist das Geile daran. Das sind alte Leute, die ich für komplett irrelevant halte. Hier, die realste Gang Deutschlands hat sich aufgelöst. Das ist Blumentopf. Herzlichen Glückwunsch, Blumentopf. Oh Gott. Wirklich. Es hat sich, Marc Leopold, da hat mich angeschrieben, da war ich gerade in Syrien, da hat er gesagt, was sagst du zur Auflösung von Blumentopf? Hast du gesagt, was sagst du zu Syrien? Habe ich zurückgeschrieben, spielt hier in Syrien keine große Rolle. Aber Respekt an die realste Gang Deutschlands. Ja, Blumentopf, Daniel auch derbe geflasht, sein Album. Derbe gefloppt, meinst du? Er flasht doch derbe mit den Styles. Ferris MC gar also nicht gesehen. Ich hab Plakate von dem überall gesehen, also der hat anscheinend echt zu viel Geld. Ah, der ist auch bei Deichkind, ne? Der ist diese. Ja, durch Deichkind Money hat er jetzt nochmal seinen. Respekt an Deichkind, MC René. Meiner Meinung nach immer ein wahnsinnig guter, also war wirklich damals ein guter Freestyler, aber immer schlechte Alben gemacht. Och. Kann ich jetzt eigentlich nicht beurteilen, ich habe es nicht gehört. Nico Suave, wirklich, ich habe mich neulich gefragt, was macht eigentlich Nico Suave heute? Jetzt weiß ich, er chillt am See. Also das habe ich tatsächlich gehört sogar. Wirklich? Nico Suave. Und zwar und relativ, gut? Es war, das ist schon sehr lange her. Ich frage mich sowieso, warum Jahresrückblicke immer am Ende gemacht werden, weil dann weiß man immer so wenig noch aus dem Jahr. Aber es am Anfang, oder was? Es kam relativ, ich glaube, im April oder sowas oder im März. Und es war auf jeden Fall. Toni hat mir erzählt, er macht bei Facebook, macht er so, schreibt er so, hey, hab jetzt wieder Kapazitäten frei, verkaufe einen 16er. Dann meldet sich Nico Suave. Nee, Nico Suave postet das. Ach so! Fertoni macht das natürlich nicht. Fertoni ist übrigens Fan von dir. Naja, geht so. Aber er hat gesagt, dass er dein Album gehört hat auf Albumlänge. Er musste. So, ging so. Aber er mag deine Disses. Das ist doch schön. Ich mag auch seine Disses. Er mag. Warum bist du eigentlich Olli Bagno? Aber das fand ich fand es ein bisschen lustig, aber warum nicht? Aber warum macht Olli Bagno Musik, ist die andere Frage. Okay. Nico Suave war relativ, ich glaube, er hat wollte er seiner Tochter mit auf den Weg geben auf diesem Album, aber ja? Ja, hat nicht so ganz geklappt, glaube ich. Also, ja. Und das Blockbuster, also ich habe mich neulich schon öffentlich so drüber aufgeregt, aber ich finde, das ist, wirklich, und dann setzen sich die Leute da von hiphop.de auch noch hin und sagen, das ist absolut, ja, veritables Comeback. Ja, also, sie haben es immer noch drauf. Die zwei so übergewichtig, wirklich? Nein. Oder? Hast du es gehört? Ich habe nur diesen Song gehört, wo sie sich als Bullen verkleidet haben und ich dachte wirklich so, jetzt, das ist nicht. Das ist ich habe einen Song haben sie auch mit Autotune. Living Dream einfach halt. Einen Song haben sie mit Autotune auch gemacht und mit so ganz, ganz vielen Young Chop Snares und Bruder hieß der. Hast du den gehört? Nein. Bruder. Da reimen sie jede Zeile auf Bruder und hört jede Zeile mit Bruder auf. Also auch lange nicht gemacht, seit 2007 oder so. Ja, muss man wissen, ob man sich sowas anhört, ne? Also hat man, glaube ich, auch nicht viel erwartet. Weil für viele habe ich. Also, ich habe beim Splash echt von vielen Leuten gehört, dass sie den ASD-Auftritt, dass das ihr Highlight am Freitag oder Samstag oder sonst aber was ist. Ganz ernsthaft, das kann ich nicht nachvollziehen. Da schäme ich mich, da werde ich richtig aggressiv. Wir müssen jetzt auch aufhören, darüber zu reden, ja, weil dann schreiben so die viel, Leute. Dass man nicht mehr so viele Leute beleidigen. Wollen wir so, so arrogante Arschlöcher, was haben die jemals gerissen? Wer ist dieser Mauli? Wer ist dieser Steiger? Hat dieser Steiger schon jemals gerappt? Nein. 16 Bars geht so bergab, Mann. Genau. Laden sich irgendwelche Leute wirklich. Alle beleidigen. Wirklich. Ja, und dann, ja, es tut mir leid, ich bin scheiß arrogant, ich hasse das aber. Ich wäre auch wirklich ich wäre hier wirklich lieber in einem anderen Jahr mit dir und würde lieber. Ach Gott. Das war gar nicht so schlecht. Ach komm. Komm jetzt. Nur weil ein paar alte Leute irrelevante Alben gemacht haben, heißt es nicht, dass das Jahr schlecht war. Das Jahr war gut. Es geht ja gleich weiter. Guck mal, was haben wir denn jetzt? Aha. Feuilleton-Rap, drei Covers. Feuilleton-Rap, heißt das jetzt mittlerweile so? Okay, wer fängt an? Das sind meine Lieblingsalben dieses sagst Jahr. Sagst du zuerst, dass du das ZM-Album super fandest oder sag ich das zuerst? Ja. Aber es ist auch eigentlich langweilig, wenn wir immer die gleiche Meinung haben. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr gut, das Album. Runter vom Tisch mit euch. Warte mal, ich heb's mal wieder auf. Sehr nee, wichtiges, also, gutes Album. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich und ja.
Also ich fand es großartig, weil, echt, ja? Weil Grimm ja letztes Jahr schon mit der EP da so vorgelegt habe. Und dann hatte ich so ein bisschen Sorge, dass vielleicht das Album abschmieren könnte. Hat es aber überhaupt nicht gemacht, war neu, fresh und groß. Ich finde es auch immer sehr, sehr, sehr schön, die beiden zusammen zu hören. Ich finde, also ja. Einzelne EPs sind kommen auch immer lustige Sachen bei raus, aber ich finde, die ergänzen sich sehr. Auf jeden Fall. In ihren Stimmfarben sind auch sehr große Atzen. So, Fettoni und Dexter habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt. Wirklich aber nicht? Aber ist echt ein gutes Album. Also wirklich, kann ich dir wirklich empfehlen, weil das einfach, er so ganz viele Witze nebenher macht und er ganz viel reinpackt und so. Naja. Wirklich ein großartiges also ich Album. Sehr unterhaltsam. Ich wirklich zwei, drei Videos gesehen, ich fand die auch lustig und so. Viel Text, vielleicht ein bisschen viel Text für dich, aber egal. Ist halt nur immer. Also ich kann sowas, glaube ich, einmal sehr gut hören, aber da fehlt mir dann, glaube ich, so die. Weiß ich nicht. Also wenn man den Witz halt einmal gehört hat, dann ist, glaube ich, immer schwierig, oder? Es stecken sehr viele Witze drin. Also okay. Viele kleine Körperfeste. Aber ich meine, das hast du bei zugezogen maskulin auch, dass man sich immer wieder anhören kann ja. Und dann doch wieder auch nochmal eine neue Ebene oder noch einen neuen Spruch checkt. Neue Ebenen, ja. Auf jeden Fall ist es da. Also ich finde es musikalisch hier sehr, sehr eindimensional bei Fettoni und Dexter, aber halt textlich bestimmt super. Aber dann hast du das Album wirklich nicht gehört, weil ja, das ist nicht. Schon sehr, sehr abwechslungsreich. So, normaler Samt. Ja, sind Audio 88 und Yesen. Yesen, so heißt es. Ich finde es großartig. Also ich finde es wirklich großartig, weil sie auf diesem Album eine neue Art von Souveränität erreicht haben. Also ich habe es tatsächlich gehört und ich war froh, dass die da beide zusammen drauf sind und das, weil ich finde Audio 65 allein immer sehr, sehr anstrengend und sehr. Warum Audio 65 heißt das? Wie heißt der? 88 genau. Sorry. Hip-Hop. Ich mache immer so einen Bogen um solche Zeichen, aber ja. Ich finde immer erst so sehr drauf. Stimmt, du hast doch immer Audio 65. Warum eigentlich? Also ich finde es einfach. Erklär mal. Künstlernamen mit Zahlen, etwa? Ja, aber es ist doch Hip-Hop, haha. Grimmel 104, okay. Ja, Hip-Hop, okay, ich finde trotzdem Zahlen und ja, ist doch lustig, wenn man Zahlen dann anders sagt. Ich finde das super lustig. Generell Namen falsch aussprechen, finde ich, ist die herrlichste. Bushido weiß auch immer nicht, wie die alle heißen, die er feiert. So, ich weiß gar nicht so genau, wie der heißt. Er hat nur mal irgendwo so einen Namen gehört und das finde ich einen sehr, sehr lustigen Humor oder einen sehr bewährten Humor. Ich fand es, um es zum dritten Mal zu sagen, schön, dass die zusammen auf diesem Album sich gegenseitig aufgehoben haben so ein bisschen und nicht zu viel Audio 88 durchkam, weil der immer sehr drauf aus ist, irgendwie alles kaputt zu machen und so ganz destruktiv in den Gehörgängen rumzu. Meinst du es jetzt technisch oder von den er klingt immer so, als ob er mit Absicht nicht auf dem Beat ist, als ob er so mit Absicht irgendwie Hauptsache anders und Hauptsache so daneben und Leute aufregen und Hauptsache alle sind genervt davon. Dann hört man es doch nicht nochmal, wenn man genervt ist. Das geht irgendwo nicht auf. Aber das Rechnung. Ist Anti, das ist halt auch ja. In der Form Anti, das ist so ja. Gut. Alles Anti, das muss auch wahrscheinlich genauso ja. Sein. Das, ich finde aber, sie sind sehr schlecht gelaunt, also wirklich. Aber ich habe ihn auch schon live erlebt, wie er so Leute einfach mal so in zwei, drei Worten abgewatscht hat. So, ey, ihr in euren besetzten Häusern, ihr ganzen Zecken, es wäre voll gut, wenn ihr im Mittelmeer trinken würdet und dafür ein paar Flüchtlinge mehr überleben würden. Das war eine harte, starke Ansage, auf jeden Fall. Ich muss sagen, habe ich ein paar nicht gehört. Bushido und Shindy habe ich nicht gehört, gibt es nicht bei Spotify. Das stimmt. Muss ich sagen. Ich habe es gehört. Man hätte, durfte man hätte es noch nicht. Ein paar mehr Illuminati-Anspielungen machen müssen, finde ich. Ja. Es waren ein bisschen wenig Anspielungen drauf. KIZ war halt, ja, oder? Darf ich sagen? Also ich fand es großartig. Ich fand's auch krass, aber es war halt abzusehen, dass das jetzt der größte Erfolg wird. So, dass es einfach ja, war es abzusehen? Ich fand, oder? Also ist nicht. Nee, sie haben sich auf jeden Fall hart reingeackert und vorbereitet und ja. auch dementsprechend wieder ein bisschen schwer getan. Aber ich fand ja, ihre letzten Alben waren immer so, ja, gute Sachen drauf, aber halt auch viel Mist. Und diesmal haben sie so eine Linie
verfolgt und das halt eben auch mal konsequent umgesetzt. Das war dir diesmal politisch genug, ja? Ich fand wirklich, dass das bei KZ war halt immer so, ja, du hörst raus, das sind schlaue Typen. Aber sie wollen es nicht so viel zeigen. Ja, aber sie wollen sich ja auch immer hinter dieser Maske der Ironie verstecken. Und das nervt mich ab einem gewissen Punkt, nervt mich das dann. Weil ich denke, ja, dann sag doch mal einfach, was Sache ist. Okay. Ja? Ich fand auf dem Album auf jeden Fall Tarek so stark wie nie zuvor. Ich fand vorher immer, dass Tarek ein bisschen hinterhergehinkt hat oder so ein bisschen stark gehuxt hat und so weiter. Aber ich fand ihn hier echt am stärksten auf dem Album von allen. Auch wenn man da gar nicht immer so viel so Unterschiede machen muss, wer der Stärkste ist auf dem Album oder sonst was. Aber ich fand zum Beispiel diesen Freier Fall, wo er über seine Freundin rappt, da hat er, finde ich, sehr tief blicken lassen. Und auf einmal macht es Sinn, wie Tarek immer auf diesen Szenepartys rumsteht und allein in der Ecke steht und alle böse anguckt. Tarek ist der intuitivste Künstler von denen. Okay. Weil manchmal so hat man ja wirklich den Eindruck, so richtig klug teilweise. Doch, also. Ist es nicht, aber der hat ja, der kommt ja ganz viel so aus ihm, so künstlerisch raus. Und es gibt noch eine Szene, wie er so in den Bunker kam, kommt da die Treppe runter und meint, ich brauche einen Stift. Ich bin gerade mit dem Bus hierher gefahren, ich habe eine Zeile im Kopf. Ich muss sie aufschreiben. Und da wusste ich, ist intuitiv, okay. Nein, aber der ist der krasse, Künstler, das kommt so aus dem raus. So. Dann kenne ich auch ein paar intuitive Leute, ja? Die mit so einem Blick ankommen und einen Stift brauchen auf jeden Fall. Mhm. Kollege habe ich nicht gehört. Ich auch nicht. KZ fand ich auch. Ich auch nicht. Warum haben wir es nicht gehört? Warum hast du es nicht gehört? Erstmal, weil es gerade erst rausgekommen ist, oder? Ja gut, aber es ist jetzt auch schon eine Woche her. Ja, oder auch nicht so Interesse gehabt, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht. Ich muss auch sagen. Aber irgendwie, das an Kollega habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass er so ein bisschen Hausaufgaben-Rap auch macht mit diesen Hausaufgaben. Ja, das ist, kennst du, im Zeitmagazin gab es früher so ein Rätsel, das hieß Um die Ecke gedacht. Okay. Ja, und so erinnert mich sein Rap. Sein Rap erinnert mich auch immer so ein bisschen daran. Ja, so um die Ecke denken. Ja, er hat halt damit angefangen und jetzt kann er das ja nicht den ganzen Leuten, die das nachmachen, überlassen. Er überlässt ja nicht denen das Feld. Nee, aber er ist ja auch sehr gut darin. Macht das ja auch die ganze Zeit. Also aber ist sein neues Tape auch wieder so? Oder? Ich weiß nicht. Also, war jemals was anders? Hat er das nicht immer, diese Wortspiele und guck auf was ich alles komme? Ja, ich habe auf jeden Fall auch diese was war das, ein Kurzfilm oder was, dieses Ghetto-Veteran, hast du das gesehen? Nee, das habe ich auch nicht gesehen, habe ich nur gesehen. War auf jeden Fall ganz lustig geschauspielert, so ein bisschen Slapstick, aber hat mir jetzt nicht so viel Lust aufs Album gemacht. Alex und Maxwell, die waren so erfolgreich, ja, aber generell 187 Straßenbande ist ja auf dem sehr dieses Jahr, aufsteigenden Die Gang. Die Gang to be. Ratar ist natürlich. Halt, warte mal. Wir reden wir gleich weiter über Jesus, oder? Bei 187 sprechen können wir auch über Jesus sprechen. Ich fand das Album sehr lustig. In seiner Prolligkeit echt unerreicht. Er muss also so sein, wie er ist. So mein Lieblingstrack, dieses Brumm Brumm, oder? Okay, was? Ich hab's nur einmal durchgehört, das Album. Erzähl mal. Was ging da? Oh Gott, ich krieg diese Reime leider nicht zusammen. So. Nein, Mercedes AMG heißt das Ding. CL500? Und was reimt er da? Er reimt sowas in der Hook. Genau, ich hole mir einen runter in meinem Mercedes 500. Okay. Das ist das. Ey, also. Primitiv. Damit hat er schon gewonnen. Wirklich ja. Nicht. Das also auf jeden Fall, er macht auf jeden Fall Rap für die Solarium-Gänger und. Ja, das ist genau gut so. Aber ein großartiger Typ auch so. Ich habe dir ja vor über einem Jahr dann mal, stand ich so neben mir. Die sind echt große Typen, die sind größer als ich. Und dann so, hallo, du bist so steiger. Ich so, oh Gott, habe ich jemals irgendwas Schreckliches? Habe ich mal irgendwas Rap-Team über die 187 so durchgegangen? So, habe ich irgendwas über die 187 geschreit? Hey, hallo, hey, ja und? Und dann war es ganz schon cool. Weg. Und dann habe ich auch wieder so meine Lockerheit. Ach, die wollen doch auch mit keinem was zu tun haben. So, die sind doch. Ja, weil dafür war es sehr. Sehr lustig. Okay. Haben auch seit 10 Jahren die gleichen Beats, aber wahrscheinlich klappt es auch deswegen jetzt langsam. Weil ich finde es auch gut, die haben dann irgendwelche Videos im Netz und dann nehmen sie die einfach wieder runter. So, ja, reicht so, jetzt auch. So muss es doch laufen. Auch viel im Freibad. Also wenn man glaube ich, in Hamburg im Freibad chillt, dann sieht man
sieht man die ab und zu Videos drehen. Mojo-Album habe ich gar nicht irgendwie. Ich ein paar Singles gehört, halt dieses So wie du bist, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Single des Jahres. Ja, also ich habe es gehört. Das ist auch gut. Irgendwas. Das ist halt harter Baustein-Rap so. Er ist halt in seiner Formvollendung, hat er jetzt alle Reimformen durch langsam und mal gucken, wann er wieder am Anfang. Aber was mich wundert, also das ist, meine Tochter ist jetzt nicht wirklich so auf dem Hip-Hop-Film, aber es gibt zwei Alben, die sie davon auf jeden Fall gehört hat, tot gehört hat, Motrip und Rata. Ah, ich dachte Jizzes und Rata. Okay. Das hat erst Punkte für sie gegeben, aber... Jizzes und Rata wäre... Sollte man die vielleicht mal nahelegen, so. Vielleicht geht sie dann öfter mal ins Super, aber das, ja, das funktioniert. Also auch Motrip funktioniert und Rata hat eben auch da funktioniert. Großartig. Fand der Universal halt, ne? Neffi, der Böse. Naja, aber Rata ist doch nicht Universal. Nein, Motrip. Ja. Deswegen hat er doch auch die Gold-Single. Und Rata hat den Goldzahn. Das war schon eher erstrebenswert. Hab das Album, glaube ich, auch gar nicht durchgehört, aber halt die Singles mitbekommen alle und die fand ich auch schön. Und gut. Was musst du tun, wenn du mit Kratar auf einen... Die Schuhe ausziehen, denke ich. Ist doch klar, weil es eine Regel ist. Das ist halt eine Regel. Und ist halt eine Regel. An Regeln hält man sich halt auch, wenn die Kratar eben macht, glaube ich. Mit dem Mantel. Mantel. Ist immer noch mein Lieblingstyp in diesem Hip-Hop-Game. Das ist jedes Mal wirklich eine Freude, wenn ich ihn treffe. Wirklich. Ich habe gestern auf jeden Fall wieder dieses Stern-TV-Interview gesehen. Das ist großartig. Was war da? Das habe ich nicht gesehen. Er wurde gefragt, wo das Gold ist, und hat er geschwiegen. Und dann hat dieser Steffen Halaschka, oder wie heißt der? Stern TV, ja. Hat gesagt, ja, warum ist denn Schweigen so wichtig? Schweigen ist Gold, Mann. So gegrinst. Er ist der beste Typ. Ja, ich dachte am Anfang, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ey, wie bescheuert, ungereinigtes Zahngold kann doch nicht wahr sein. Es ist wie Bargeld. Du gehst in einen Goldankaufladen rein, es ist nicht markiert, du hast ein paar Zähne dabei, sagst hier, bitte. Wird sofort eingetauscht in Geld, das ist wie EC-Karte, ohne Witz. Ich dachte am Anfang, boah, wie bescheuert, dieses Zahngold und das stinkt doch dann auch. So. Das ist dann so aus Mündern und ey, aber Beste natürlich. Ach, Beste. Machst du immer sauber, gibst das deinem An- und Verkauf an der Ballonstraße und dann. Siehst du? Dann geht's los. Ja, Klassik hast du gar nicht gehört, ne? Nee, leider nicht. Wie gesagt, ich wollte es ja gerne, auch vor dem Interview, aber die geben wirklich nichts raus. Kannst du zu Bizarre ins Studio fahren nach Reinickendorf? Und kannst, da anhören und dann. Da kannst du es nicht. Muss ich gestehen, war mir zeitlich nicht gegeben, das zu machen. Reinickendorf ist auch ein Stück Weg. Ja. Und dadurch habe ich es leider nicht gehört. Was sagst du zu den Vorwürfen, dass Bushido für Shindy schreibt? Bushido glaubst schreibt für Shindy? Ja. 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 Bushido hat auch richtig wieder Bock. Okay. Auf jeden Fall. Okay, krass. Also nee, aber ich finde, das von den Sprüchen und das, wie die beiden sich ergänzen, ist eigentlich schon ganz cool. Und ich habe neulich irgendwas gehört über Classic. Das sei ein Jungbrunnen für Bushido, dass er diesen jungen Shindy mit seinen krassen Reimen da gefunden hat. Ist auf jeden Fall ein Jungbrunnen für alle Kinder, die sich jetzt rote Schuhe kaufen da draußen und Bomberjacken. Alpha-Jacken werden jetzt auch wieder in, seit auch der erst guter Junge Zeit, 2007 oder 2008. Cordon Sport? Das Alpha-Jacken-Team. Gibt es auch Cordon wieder? Cordon Sport? Massenmord? Man müsste mal wieder einen Song drüber machen, vielleicht dann. Aber. Naja, wirklich. Oder? Ich bin total fasziniert. So, schau. So ein junger Mensch und so schaust das so eiskalt. Ich bin Rap. Wir hören jetzt auch auf. Du bist high, denn ich bin dope. Alle schreien gleich los, weil keine Life-Sky-Flow. Manchmal steh ich da und starre Luft in die Löcher. Wann ist denn mein Statement zu anderen deutschen Rappern? Unsere Beats haben Bass, unsere Beats haben besser. Hallo Lieblingsmensch. Finde ich richtig schlimm? Hab ich geschrieben, wie es so. Korrekt von dir, Bruder.
Das waren die großen Singles, ja. Kannst du mit dem was anfangen, diese Anomalie Kantere? Das gefällt mir. Ja. Der hat tolle Sprachbilder. Also es ist wirklich gut. Ich mag halt auch so Lieder machen. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Oh. Sie sagte zu mir, lass die anderen. Hätte sogar Mathe studiert. So wie du bist, so wie du bist. Wie ein Astronaut. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei. Ja, total sozialkritisch, obwohl es so ein Radiosong war. Was? Astronaut? Dieses Astronaut, ja klar. Eine Hymne ist so, für die Menschlichkeit. Ja, genau. Es ist halt so moralische Kritik. Wir müssten uns alle halt einfach nur ein bisschen am Riemen reißen, dann wäre schon alles besser. Ja. Aber wir sehen so, das ja gar nicht, weil wir ja hier unten in unserer kleinen Welt sind. Aber wir müssten mal abheben, genau, wie so ein Astronaut. Genau. Ja, aber man könnte ja so weiter produzieren, aber wir müssten uns einfach nur ein bisschen bessern. Dann wäre alles anders. Ja, das ist halt moralische Kritik. So ist es halt immer so. Ich meine, deshalb mochte ich ja das KZ-Album. Die waren ja schon, das war ja schon handfeste Kritik. Also ich fand ja auch Geld den besten Song davon. Ja. Weil so, ja, deine Adidas haben 4 Streifen, das ist Geld. Das ist doch, versteht hatte schon, jeder. Hatte schon gute Aussagen. Hatte nicht so den Replay-Charakter, aber. Ja. Naja, die Singles. Naja, man könnte ja auch sagen, deutsche Rap-Ghost-Schlager. Könnte man sagen. Ja, also man hat jedem Song auf jeden Fall angehört, dass er für die Chart, also oder dass er als Single-Kandidat fürs Radio ausgewählt wurde. So. Was aber auch ein bisschen gemein ist, weil ich meine, in Deutschland sagt man immer halt, naja, das ist dann Schlager. Naja, klar, also englische Popsongs, erfolgreiche Popsongs übersetzt werden wahrscheinlich auch Schlager. Hits. Ach, das sind dann Hits. Ja. Nein, Hits. Achso, ja, Hits sind der Schlager, ja. Stimmt, ja. Das ist auch die Übersetzung. Genau, Hit. Ach, Mauli. Wieder viel gelernt. Ja, ja, wirklich. Keine Ahnung. Also, aber es macht mir Spaß mit dir, muss ich echt sagen. Wir sollten uns öfter einfach mal YouTube-Playlist durchgucken und ein bisschen unsere schlechte Laune loswerden. Guck mal. Boah, finde ich gut. Aber Lieblingsmensch war grandios, oder? Lieblingsmensch können wir uns darauf einigen, dass du den. Ey, ganz ernsthaft. Dass du den schön also geschrieben hast. Der Song. Oh. Es ist so, der Song war ja, also er hatte sehr viel Placements auf so N24, diesen Wetterrundschau. Kennst du den? Wenn so einfach irgendwo eine Livecam also gezeigt wird, die so übers Tal streicht und irgendwo. Ja. Ja. In Bayern vom Berg. Ah, geil, das so, schaue ich mir gerne an, das beruhigt mich. Da lief Lieblingsmensch oft zu. Beruhigt mich. Ja, meine Frau mochte Lieblingsmensch wirklich sehr gerne. Ja, glaube ich. Ja.